Wichtige Frage, sollten wir einen Plan B haben? Ich sage ja, alles andere wäre verrückt. Du brauchst einen Plan B, weil du nie genau weißt, was passiert. Aber, und das ist mein großes Aber, wir sollten maximal 3% unserer Energie auf diesen Plan B verwenden. Denn das, worauf du dich fokussierst, das wird passieren. Wenn du dich hauptsächlich oder zu einem großen Teil auf Plan B fokussierst, wirst du damit erreichen, dass Plan A scheitert. Du lenkst dann viel zu viel Energie auf das Scheitern. Setze also 97% deiner Zeit, deiner Energie, deiner Gedanken auf den Plan A. Und dann behalte diesen Fokus. Und ein-, zweimal im Jahr setzt du dich ein oder zwei Tage hin oder einen halben Tag und aktualisierst deinen Plan B. Das reicht dann vollkommen. Das gilt fürs Business und das gilt auch für Investitionen. Vielleicht schaust du dir einmal an, was ich zu einem Paranoia-Depot sage. Ich halte es für sehr wichtig, so eins zu haben, wenn wirklich mal die Megakatastrophe kommt. Und ich habe auch eins. Aber von aller Energie, die ich verbrauche, um mein Geld zu investieren, verbrauche ich nicht mal 3% auf dieses Paranoia-Depot. Warum? Wir ziehen das an, was wir sind. Und wir sind das, worüber wir nachdenken. Was wir denken, was wir tun, was wir fühlen. Wenn ich mich zu sehr auf das Paranoia-Depot konzentriere, werde ich die Krise eher anziehen. Und in der Zwischenzeit fühle ich mich schlecht. Außerdem ist es echt blöd, durch die Gegend zu laufen und sich zu fragen, könnte ich hier ein paar Goldbarren verstecken oder hier? Was für ein Leben ist das? Finde deine Leidenschaft und mache daraus einen Plan A. Habe einen Plan B, aber beachte ihn zu maximal 3%. Starte durch mit deinem Plan A.